Renate Gajewski wohnt in Lübeck. Herzlich willkommen, Renate. Ich glaube, das geht schnell. Ich glaube, es geht ganz schnell. Renate möchte wissen, Adventswasser. Was ist das? Wenn der Schnee zum ersten Mal taut. In der Hauptrolle. Heino Ferwalder. Natscha Uhl. Und nochmal Heino Ferwalder. Wenn der Schnee zum ersten Mal taut. Der große Weihnachtsvierteiler. Ja, doch, das ist eindeutig. Von den Machern von Wenn die Kuh zum ersten Mal kalbt. Ja, genau. Also, Adventswasser. Von den Machern von Die Mauer, von Die Strom. Das ist alles zusammen. Als die Mauer brach, brachen auch die Deiche. Das ist alles zusammen. Die großen Adventswasser. Adventswasser haben wir gerade erlebt. Es ist ja gerade Weihnachten vorbei. Ja. Wir haben alle zusammen einen Adventskranz gehabt. Sag mal ein Wort mit 5 TZ. Adventskranzkerze. Kann man mal machen. Kann man machen. Schneiden Sie raus. Ja. Passen Sie auf. Wir haben vier. Ja, Kinder, ich war lange im Scheibenwischer. Das merkt man. So. Vier Kerzen. Vier Kerzen. Ich muss die Kerzen nacheinander anbrechen, je nachdem, welcher Advent gerade war. So, also. Ist der Plan, dass die Kerze jeweils kleiner wird? Also ich weiß, der erste Advent ist die erste Advent war an dem Tag, als die Kerze zum anderen, die jetzt die kleinste ist. Da geht schon jemand, ich kann es verstehen. Wiedersehen. So. Ja, genau. Ja. So ist das. Er fragt sich schon die ganze Zeit, warum er hier ist. Wenn meine Gags scheiße werden, geht mein Vater. So, pass auf. Wenn ich also verschiedene Kerzen unterschiedlich angemacht habe, steht oben in der Kerze so ein bisschen Wasser. Das muss man ab und das ist das Adventswasser. Ja, hab ich doch zügig und kurz und knapp. Ich habe jetzt. Entschuldigung, Bastian, ich habe jetzt den Anfang nicht mehr. Nochmal ab Hallo, ja? Ab Hallo. Genau, also stell dich nochmal dahin und geh so jeden Einzelnen von uns zurück. Aber ich sag jetzt mal, ich bin jetzt nicht so... Das war ein schöner Satz jetzt. Ich kenne mich jetzt nicht so in Kirchen aus, aber es gibt doch Weihwasser. Und vielleicht haben die Jungs da spezielles Adventswasser, speziell geweihtes Wasser zur Adventszeit. Wie ist denn das? Was ist süß, lecker, Herr Ballas. So ein bisschen zitronig, ein bisschen Apfel, ganz lustig. Ganz lecker. Nein, ist es nicht. Adventswasser. Adventswasser. Nee. Advent heißt ja Ankunft. Ach, adveniere, jetzt wo Sie es sagen, Herr Ohler. Vielleicht kommt der Mann gleich zurück. Tut schon alles weh. Vielleicht ist das Adventswasser in einem neuen Deich oder in einem Kanal das erste Wasser, was hindurchfließt, also ankommt und weil am ersten Advent ja auch das neue Kirchenjahr beginnt. Ja, nehmen wir das. Ich habe jetzt nicht zugehört. Sagen Sie einfach, glauben Sie dran, dann sage ich ja, dann sagen Sie, war trotzdem falsch. War trotzdem falsch. So. Ich weiß. Also es ist ja so, Männer sind ja bekannt dafür, dass sie kurz vor Weihnachten erst hingehen und Geschenke kaufen. Ja, so. Und wir zögern das bis zum 23., 24. hinaus. 25. Und dann stehen wir bei Douglas und wenn wir da nichts finden, dann kommt so langsam das Adventswasser. Wir fangen an zu schwitzen. Das war auch gut, aber der Mann ist immer noch nicht zurückgekommen. Nee, aber jetzt ohne Quatsch sind wir vielleicht in der Medizin. Wenn Sie sagen, Advents heißt ankommen, also ist vielleicht, wenn jemand nach einer längeren Krankheit oder was auch immer zum ersten Mal wieder Wasser lassen kann, vielleicht sagt er. Meine Damen und Herren, wir sollten uns mit diesem Thema noch etwas länger beschäftigen. Nein. Denken
Sie nach zu Hause. Vielleicht stimmt es, vielleicht nicht. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. So, wir sind immer noch beim Adventswasser. Also wir waren beim Wasserlassen. Herr Ballier, ja, ich sagte, der Mediziner sagt es vielleicht, wenn jemand nach einer OP oder nach irgendeiner Blasen-OP wieder Wasser lassen kann, dass der Mediziner sagt, das ist das Adventswasser. Warum denn? Ja, weil es wieder kommt. Weil es kommt. Herr Ballier, zum ersten Mal wieder kommt nach der OP. Es kommt, es kommt. Ja, erst Advent, Advent, Advent. Dann steht das Wasser vor der Tür. Ich hoffe, Ihre Aufforderung vor der Pause, schauen Sie mal nach, haben die Leute nicht zu wörtlich genommen. Ich glaube, ist es einfach nur Wasser, was durchs Türchen kommt? Was durchs Türchen? Macht hoch die Tür. Durchs Türchen, das Adventtürchen, das macht man doch auf. Und da kommt Wasser raus. Ja, wenn es ein Scheißkalender ist. Vielleicht ist es, ich bin bei etwas, was verschwindet und wiederkommt. Wir sind bei... Bei dem Mann. Ich sage Ihnen mal, was in der Zwischenzeit passiert. Advent, vielleicht hat das was mit Weihnachtsgeld zu tun. Adventswasser ist, wenn man... Das ist wieder flüssig. genau, das ist wieder flüssig. Ja. Wunderbar, ja. Wir sind aber noch keinen Schritt weiter, das wisst ihr. Nee, nee, keinen Schluck weiter. Kannst du mal ein bisschen laufen, sag. Also Adventswasser. Es hat etwas mit Jahresende, entweder was mit Ankunft oder mit Jahresende zu tun. Das Adventswasser ist das letzte Wasser, was im Jahr... Oder es hat was mit der Zahl 4 zu tun, weil es gibt doch immer 4 Adventssonntage. Ja. Okay, das ist eine verdammt große Menge, aus der wir uns da was ausdrücken. Aber vielleicht, lass uns mit der 4 weitermachen, weil da fällt mir gar nichts ein. Vielleicht ist es auch einfach, ich sag mal jetzt, Bastian hat es schön erklärt, dass es diese Kerzen gibt. So, und wenn man viele Kerzen verbrennt... Hat eine Woche gedauert, ich hab's erklärt. Wenn man viele Kerzen verbrennt, steigt natürlich auch in einem Raum, Wärme auf. So, und wenn dann Luftfeuchtigkeit im Raum ist, durch Atem, wie Jürgen Klinsmann gesagt hat, dann entwickelt sich an der Decke eben Wasser, was tropft. Ja, klar. Ja. Und das ist natürlich nur zur Adventszeit, weil man sonst ja kaum Kerzen anzündet. Wo wohnst du? Es ist aus der Medizin. Und zwar ist das Problem, dass man an Weihnachten sehr oft sehr lange an Tischen sitzt gemeinsam und dann sammelt sich Wasser in den Beinen. Und der Arzt sagt, ja, da haben sie Adventswasser. Also ich werde es euch, glaube ich, mal sagen. Ja. Also Adventswasser. Okay. Ist ein Begriff, ihr wart ja ganz nah dran, aus der Binnenschifffahrt. So, jetzt könnt ihr giggeln. Regen im November und der erste Schnee im Dezember. Moment, der erste Schnee im Dezember. Ja, der erste Schnee taucht. Da hätten Sie aber mal einen Hinweis. Ich bin noch nicht fertig. Nah dran. Was passiert denn dann? Lassen die Pegel von Flüssen regelmäßig ansteigen. Und dieses Hochwasser, nicht den Schnee, sondern dieses Hochwasser, nennt der Binnenschiffer Adventswasser. Eben weil es in der Adventszeit auftritt. Wenn Sie jetzt nicht sagen, dass ich um Sackhaaresbreite nah dran war. Renate Gajewski aus Lübeck, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sehr, sehr schön.